Hi Leute, hier ist Heike Christian. Ich wohne jetzt seit September hier in den Niederlanden und ich dachte, ich mache mal ein Video darüber, was ich eigentlich in Deutschland vermisse. Ich hätte nicht gedacht, dass ich tatsächlich Sachen in Deutschland vermissen würde, aber dem ist so. Nummer 1 ist DM-Drogeriemarkt. Oh mein Gott, ich vermisse DM-Drogeriemarkt. Einfach weil es ihn in Deutschland überall gibt und hier in den Niederlanden gibt es genau 0. Das wäre nicht so schlimm, wenn es eine vernünftige Alternative geben würde, die existiert aber nicht. Natürlich gibt es hier Drogerieketten, es gibt Kraftfort, es gibt Atos und die kommen aber überhaupt nicht an das Feeling von DM Drogeriemarkt ran, auch nicht, wenn man sich das Sortiment anguckt, wenn man sich die Preise anguckt, ganz sicher nicht. Es gibt einfach nichts, was an DM Drogeriemarkt rankommt. DM war für mich immer die perfekte Kombination aus: man fühlt sich irgendwie gut, wenn man da ist, weil die schon relativ hochwertiges Mobiliar haben und Beleuchtung und sowas. Es sieht einfach gut aus. Günstige Preise, vor allem für die Eigenmarken und die ganzen Bio-Lebensmittel, die die haben. Das habe ich eigentlich an DM immer wertgeschätzt. Und das sind alles Sachen, die es hier nicht gibt. Kraftfort sieht ungefähr so aus wie Schlecker. Und zwar nicht mal wie eine gute Schlecker-Filiale, sondern wie diese richtig uralten, urseligen Schlecker-Filialen mit diesen richtig hässlichen beigen Böden und einfach richtig merkwürdig. Und dann haben die auch noch irgendwie alles. Dieser Laden hat einfach alles. Und zwar nicht in einem guten Sinn, sondern in einem richtig schlechten Sinn, dass einfach alles wie Kraut und Rüben nur durch die Gegend rumliegt und so. Oh Gott, ich hasse diesen Laden. Und das Schlimme daran ist, dass der nicht mal billig ist. Also genau wie Atos und so sind einfach alle Drogeriesachen in den Niederlanden schweineteuer. Solche Sachen wie Haargel oder so sind einfach mal doppelt so teuer wie in Deutschland. Das relativiert sich dann, wenn es die im Angebot gibt und man hat hier relativ oft diese 2-für-1 Angebote, dann zahlt man quasi das gleiche wie in Deutschland. Aber ich hätte es lieber so, wie es bei DM war, nämlich dass die Preise eigentlich konstant günstig sind und nicht, dass man dann bei den Angeboten hamstern muss. Irgendwie mag ich dieses Geschäftsmodell nicht. Die Bio-Lebensmittel gibt es ebenfalls nicht. Es gibt nicht diese tollen, zum Beispiel diese Masken. Oh, ich liebe diese DM-Tuchmasken, die aus Südkorea kommen, also quasi koreanische Kosmetik ist, die sehr gut ist und normalerweise schweineteuer ist. Und dann gibt es die bei DM einfach mal für 95 Cent. Und hier kosten die 5 Euro. Also das ist was ich wirklich vermisse und deshalb bin ich sehr froh, dass wir eine Stunde von der deutschen Grenze entfernt wohnen und quasi relativ einfach zu einem DM können. Aber ja, wäre schon schön, wenn es den hier gäbe. Also DM, bitte expandiert in die Niederlande. Euch gibt es in so vielen Ländern, warum nicht hier? Ich verstehe es nicht. Nummer 2. Typisch deutsche Sachen, von denen ich nicht einmal wusste, dass sie typisch deutsch sind. Eine Sache, die es nicht gibt, ist Milchreis. Diesen stinknormalen trockenen Milchreis, den es für 39 Cent bei Kaufland oder bei Aldi gibt, womit man Milchreis kochen kann. Es gibt ihn nicht. Und jetzt sagt mir nicht, dass Risotto-Reis eine Alternative dafür wäre. Nein, es ist einfach ein anderer Reis. Ich finde, nur mit Milchreis schmeckt Milchreis lecker. Und es gibt ihn hier einfach nicht. Ich war in so ziemlich jedem Geschäft. Ich habe online geguckt. Ich war bei Aldi, bei Lidl. Ich bin in so einer deutschen, niederländischen Facebook-Gruppe und selbst da sagen Leute, dass es dieses Produkt nicht gibt in den Niederlanden. Es ist so frustrierend. Warum nicht? Ich verstehe es nicht. Genauso wie Kiba oder Kirschsaft. Weder Kiba noch Kirschsaft gibt es hier und schon erst recht nicht zu erschwinglichen Preisen. Den einzigen vernünftigen Kirschsaft, den ich finden konnte, der halt nicht irgendwie nur 10% Kirschen drin hat und der Rest ist Wasser und Zucker, kostet 8 Euro im Bioladen. Also, nein. Nein, warum gibt es diese Produkte nicht? Ich verstehe es nicht. Scheiße. Nummer 3. Weniger Fahrräder. Ich mag die niederländische Fahrradkultur, wirklich. Ich mag es, dass die Fahrradinfrastruktur einfach erstklassig ist, aber was ich überhaupt nicht ausstehen kann, ist, wenn man morgens früh auf dem Fahrrad zum Bahnhof fahren muss, um dann sein Fahrrad irgendwie hinzustellen oder so, weil diese Räder einfach überall sind. Man ist von Rädern umzingelt, die Leute fahren, wie sie wollen und das macht es manchmal sowas von stressvoll, zur Stadtmitte zu fahren. Und am allerschlimmsten finde ich es, wenn man dann, wie ich, Fahrstunden hat und dann natürlich schön durch das Stadtzentrum hier von Utrecht fahren darf. So ziemlich die Stadt mit den meisten Rädern nach Amsterdam wahrscheinlich im Zentrumsgebiet. Und ja, das ist nicht lustig, wenn du
in 5000 Richtungen gucken musst, weil diese Räder einfach von überall kommen und sie fahren, wie sie wollen. Und an irgendwelchen populären Tagen, an irgendwelchen Feiertagen oder so, ist die Stadtmitte so voll, dass du das Rad nicht mal irgendwo abstellen kannst. Das ist, in Deutschland gibt es viel zu wenig Räder. Die Leute fahren viel zu viel mit dem Auto, das ist furchtbar. Aber hier gibt es so viele Räder und die Infrastruktur ist manchmal darauf einfach nicht optimal ausgelegt. Ja, vielleicht wäre ein gutes Mittelding irgendwas. Oder sie würden hier die Infrastruktur verbessern. Das wäre auch schön. Mehr Radparkplätze. Nummer 4. Hügel. Ich hätte nicht gedacht, dass ich Hügel vermissen würde, weil ich mich auf dem Rennrad immer schrecklich darüber geärgert habe, wenn ich über irgendwelche Hügel fahren musste, weil ich dachte, oh, es kostet so viel Anstrengung. Aber jetzt, wo ich quasi seit 8 Monaten in einem Land rumfahre, das komplett flach ist und wo der einzige Hügel ist, wenn ich hier über eine Brücke fahre, über den Kanal, ja, dann vermisse ich sie schon und dann denke ich mir, manchmal wäre es toll, ein bisschen Abwechslung zu haben. Das Land ist, na gut, es ist ein bisschen übertrieben zu sagen, dass das Land jetzt komplett flach ist. Im Süden der Niederlande gibt es Hügel, aber der Süden der Niederlande ist von uns genauso weit entfernt wie Deutschland. Und dann kann ich auch besser nach Deutschland fahren und mich mit meiner Mutter treffen. Also irgendwie ist es schon komisch, in einem Land zu leben, wo die Topografie so vollkommen ebenmäßig ist im Wesentlichen. Ich habe selbst meine Heimatstadt Oberhausen habe ich nie wirklich als hügelig wahrgenommen, aber jetzt, wo ich das letzte Mal da war, dachte ich so, ja, erstmal durch die ganzen Halden ist es hügelig, dann gibt es halt irgendwie so natürliche Abweichungen der Topografie, dass man mal hier ein bisschen ein Tal hat und dann geht es ein bisschen weiter hoch. Nein, hier, wo ich wohne, existiert das nicht. Alles ist flach. Das ist langweilig. Nummer 5, Wind und Regen. Ich vermisse den Wind und Regen in Deutschland, weil er einfach anders ist. Er ist erstmal nicht jeden Tag da. Es ist hier die meiste Zeit so windig, der Regen kommt einfach völlig überraschend. Selbst im Sommer habe ich irgendwie immer eine Regenjacke bei oder so, weil es einfach so oft spontan anfängt zu pisseln und dann ist das einfach scheiße. Es gibt hier selbst Apps, die dir auf Stundenniveau anzeigen oder manchmal sogar auf 10-Minuten-Niveau, wie sich die Wolken genau verhalten. Und selbst die sagen dir, dass einfach kein Regen fallen soll und dann hast du 20 Minuten lang durchgehend Schauer. Oder die sagen dir, dass es irgendwie 20 mm pro Quadratmeter fallen wird, was verdammt viel ist. Und dann passiert nichts. Und ja, in dem Sinne vermisse ich das wie in Deutschland, dass es halt manchmal regnet und manchmal windig ist, aber halt nicht die ganze Zeit und dass es einfach ein bisschen vorhersehbarer ist. Wir leben ja nicht mal direkt an der Küste, wir leben ja schon ungefähr eine Dreiviertelstunde, Stunde von der Küste entfernt. Und selbst hier hat man diese Schwankungen noch so krass, dass es uns manchmal schon echt auf den Keks geht. Nummer 6, mein letzter Punkt, sind günstige Mietpreise. Oh Gott, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie teuer Mieten hier sind. Also in Bochum war ich es gewöhnt, für sagen wir mal eine 40 Quadratmeter Wohnung, um die 300-350 € kalt zu zahlen. Und dann halt im Großen und Ganzen war es halt irgendwie ein bisschen mehr als 400 an die Warmmiete. Hier kriegst du für 400, wenn du Glück hast, 15 Quadratmeter vielleicht. Was dementsprechend heißt, dass eine Wohnung, die halt vernünftig groß ist für 2 Menschen, also schon so 40, 50 Quadratmeter, da sind halt so Kaltmieten von 1.000, 1.200 € völlig normal hier. Völlig normal. Nicht nur in den großen Städten, das wird jetzt auch in den kleineren Städten zu einem zunehmenden Problem. Die Mietpreise steigen in manchen Städten im zweistelligen Prozentbereich, also in irgendwelchen Städten hast du halt 15% Steigerung pro Jahr, weil es einfach viel zu wenig gibt. Es gibt ein viel zu kleines Angebot und irgendwie schafft die Neubauproduktion das nicht, dahinterher zu kommen. Und selbst wenn die Neubauproduktion dahinterher kommt, dann sind die Mieten genauso hoch. Also irgendwie ist das Angebot gerade völlig schrecklich und ja. Wir suchen gerade eine Wohnung, das heißt, das wird lustig und wir, also mein Freund und ich, wir erwarten halt, dass wir dann zu zweit als Warmmieter wahrscheinlich 1.400 € zahlen werden. Und ich dachte halt, so diese astronomischen Preise gäbe es irgendwie nur in London oder in Paris oder keine Ahnung wo. Vielleicht noch nicht mal in Hamburg hatte ich das Gefühl, dass das so teuer ist. Aber hier ist das jetzt einfach so völlig normal und einfach jeder Niederländer sagte, ja, so 1.000 € günstig. Also ja, wenn man in den großen Städten hier leben möchte, ist es einfach wirklich richtig, richtig bescheiden, was das angeht. Das sind meine 6 Punkte, die ich an Deutschland vermisse oder die ich halt an den Niederlanden vielleicht weniger toll finde als an Deutschland.
Und wie sieht es bei euch aus? Lebt ihr im Ausland? Seid ihr vielleicht aus Deutschland ausgewandert oder nach Deutschland eingewandert? Oder wie seht ihr die ganze Sache? Welche Sachen würdet ihr vermissen, wenn ihr aus Deutschland wegziehen würdet? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren, wenn ihr mehr von mir sehen wollt. Oder auch den Kanal von mir und meinem Freund zu abonnieren. Hoffentlich kriegen wir es jetzt endlich mal hin, das erste Video hochzuladen. Ja, wir sehen uns und bis bald.